Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Grauer Wolf. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr so eine Livery hier erstellt. Jetzt nicht ganz perfekt hier hinten, aber und hier vorne. Aber ich will nur kurz zeigen, wie das geht. Wenn ich jetzt wieder rausgehe und die Texturen jetzt noch richtig erstelle und richtig mache und so weiter und so fort, würde es einfach länger dauern. Deswegen habe ich es dann am Ende so gelassen. Und genau, ich habe das Video in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil ist bis ungefähr 40 Minuten und der zweite Teil ab 40 Minuten weiter. Der erste Teil ist bis 40 Minuten, der zweite Teil ist dann ab 40 Minuten. Der erste Teil ist Blender, quasi wie wir Blender ein 2D-Modell, also die quasi die Liveries im Livery-Ordner in Blender einfügen können, die Templates. Und der zweite Teil ist dann, wie wir das dann eigentlich quasi ja genau als 3D-Modell im Blender bearbeiten können, die Schrift Grauer Wolf drauf bekommen und oder natürlich andere Sachen. Hinten das Logo, ich meine das jetzt hier, ich zeig mal, das hier hinten drauf bekommen und so weiter und so fort. Genau, deswegen, ja, das wird dann im zweiten Teil zu sehen, also ab 40 Minuten. Und ja, ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video und nach dem Intro geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Grauer Wolf. So, und zwar, wir fangen gleich an mit den Dateien, die wir benötigen. Und das sind das Flugzeug, was wir bearbeiten wollen. Ich möchte die Aircraft 146, also 146-200 QT bearbeiten. Dann brauchen wir das Flugzeug, die Model-Datei. Dann brauchen wir eine Livery von dem Flugzeug, was wir bearbeiten wollen. Oft ist die auch hier drinnen in der Datei, manchmal nicht. Also wir brauchen eine externe Livery oder halt die Livery. Zeige ich euch dann aber gleich. Dann brauchen wir Auto-JSON oder MSFS Layout Generator, ist dasselbe Programm. Wir suchen dieselbe Programme, macht dasselbe. Blender, GIMP, PaintNet und also den Flugsimulator. So, ich denke die Dateien, ich werde sie euch in der Infobox verlinken. Aber installieren solltet ihr im Jahr 2022 schon können. Muss ich glaube ich kein extra Video mehr machen dazu. So, dann öffnen wir den Blender. Und sieht dann erstmal so aus. Dann gehen wir zuerst, wir brauchen die MSFS-GILF-Datei. Das heißt, wir klicken hier oben auf Bearbeiten, Einstellungen, Add-ons, installieren. Und zwar müssen wir jetzt ein Add-on installieren. Das findet ihr unten in der Infobox, den Link. Auf dieser Seite hier, Code Download Zip. Dann haben wir den Download, hier einfach entpacken. 7-Zip oder WinRAR und dann haben wir das genau so auf den Desktop geschoben. Und genau diese Datei installieren wir jetzt. Also nochmal bearbeiten, Einstellungen, installieren, Desktop, MSFS Blender und die GLTFPY-Datei installieren wir. Wenn wir sie installiert haben, können wir sie heraussuchen. Wir klicken auf Community hier oben. Meistens ist sie nicht aktiviert, wir setzen Hackerl davor. MSFS, dann haben wir sie schon. Also wenn es bei euch so aussieht, einfach Haken setzen. Das war schon alles, dann haben wir sie schon. So, dann ganz kurz zu Blender. Hier ist eine Textdatei, also ein Bildbearbeitungsprogramm. Hier können wir ziehen mit der linken Maustaste und alles auswählen, beziehungsweise mit A und entfernen. Jetzt sehen wir hier rechts, alles ist leer. Und jetzt laden wir unser Flugzeug rein, was wir bearbeiten wollen. Geht ganz einfach, Datei, importieren, MSFS und dann suchen wir uns, wie gesagt, das Flugzeug aus. Ich habe ja hier Livery, Just Flight, Aircraft 146, Sim Options, Airplanes und dann halt hier das Flugzeug. Kann sein, dass hier nur zwei Dateien drin sind, eine Cargo und eine normale oder nur ein Flugzeug, je nachdem.
Ja, leider davon nicht stören, dass hier so viel drin ist, sind halt die ganzen Just Flights. So, dann habe ich jetzt hier QT und QC. Ich will die QT bearbeiten. Klicke ich drauf, dann Model. Jetzt haben wir hier VCLOD oder halt EXTLOD. Wir nehmen hier die beste Megabyte-Anzahl, immer die EXTGLFT und einfach immer die höchste mit den meisten Kilobyte-Anzahl. Also ihr seht es nach unten hin, wird immer weniger. Desto schlechter wird halt die Lackierung. Wir wollen das beste Flugmodell bearbeiten, also das beste. Import MSFS Skill-File. Jetzt lädt er kurz rein, dauert ein bisschen, je nachdem wie stark der PC ist, länger oder nicht so lange. Jetzt haben wir quasi das Modell vor uns. So, und drehen tue ich mich mit dem Numpad 4, 6, 8, 2. Mit Steuerung links und 8 gehe ich nach oben. Mit der 4 dann, also ich drücke Steuerung halte ich gedrückt und gehe dann halt mit der 4 rüber, mit der 6 und mit der 2 dann wieder runter. Und ohne Steuerung gedrückt dann nämlich so umher bewegen. So, nur kurz das Wichtigste ganz schnell erklärt. So, dann schaue ich jetzt, was ich von dem Modell nicht brauche, was ich nicht bemalen möchte. Den, wie heißt denn der GPU, den Stromgenerator, den hier möchte ich nicht bearbeiten. Kriege ich einfach mit der linken Maustaste an, entfernen. Dann ziehe ich mir das hier rüber, entfernen. Den kleinen Kasten hier kann ich auch gepflegt entfernen. Das Stromkabel stört nicht, kann nicht einmal, das stört es uns nicht. Dann schaue ich noch so rum, was ich noch so finde. Alles, was nicht wirklich genau zum Flugzeug gehört, nehme ich raus. So, wenn ich dann das Flugzeug habe, kann ich entweder hier schauen, die Livery hier drauf, was das ist, kann das entweder mit H wegklicken und mit Steuerung Z wieder herholen. Mit H blende ich das aus. Oder aber ich sage, nee, das ist so viel hier und hier, ich lese, was es ist. Eis. Dann gehe ich in die Zugleiste, Eis, also Vereisung wahrscheinlich. Blend mir das aus, weil das will ich ja nicht bemalen, weil man soll die Livery ja sehen, nicht nur wenn das Flugzeug vereist ist. Beziehungsweise dann auf der Eis malen und dann auch meine Livery malen, also blende ich das einfach aus. Fertig. Dann gehe ich nochmal rum und gucke nochmal, ob ich irgendwas ausblenden kann. Nein, jetzt habe ich das nackte Flugzeug. Jetzt habe ich eine die Textur, die ich brauche im Blender. Jetzt habe ich erstmal die drinnen. Mehr noch nicht. Ist jetzt nur rein das nackte Flugzeug. Quasi kann ich es einfach nur anschauen, aber das will ich ja nicht. Ich will ja die bemalen. Deswegen klicke ich jetzt hier oben auf Texture Paint. Jetzt sollte sich eigentlich bei euch links ein Fenster und rechts ein Fenster öffnen. Links ist die Textur 2D und rechts 3D. So. Das Ganze in 2D, wie ich es ja auch in einem anderen Video schon mal vor 2 Jahren erklärt habe, würde dann so aussehen. Ich gehe kurz in die Ordnerstruktur schnell rein. QT. Textur, das würde dann so aussehen. 2D quasi. Platt. Und, naja. Also wäre die linke Seite, die rechte Seite und das wäre so die Mitte. Also echt übertrieben schwer auch. Wenn man hier eine Livery erstellt, dann ist hier wieder ein bisschen frei und dann geht es hier ein bisschen weiter. Also halt, wenn ich hier grauer Wolf schreiben möchte, muss ich hier grr schreiben, gra. Auf der anderen, auf der 2er hier weiter schreiben. Grauer und so weiter und so fort. Das ist brutal, ja, nervig. Sieh mein erstes Video dazu an. Mit Blender geht das Ganze einfacher, schneller und besser. So, jetzt wie gesagt, wir müssen hier Flugzeug, hier ist ja noch nichts und die Seite hier müssen wir jetzt hinbekommen. Das heißt, wir haben 2 Möglichkeiten. Wir erstellen uns eine Textur in Blender, Grundfarbe, Ice-Base Color soll eigentlich nicht sein. Also Objektmodus, wir klicken natürlich das an, was wir wollen, hier oben auf Objektmodus, Airframe. Das heißt, hier, ich klicke hier auf Objektmodus, klicke das an. Irgendwo am Flugzeug, jetzt sehen wir, hier ist noch was. Drohne, Collision Cam, kann ich auch ausblenden, brauche ich auch nicht. Also ich fliege irgendwo das Flugzeug an, jetzt sehen wir halt schon Container, ihr seht ja schon, was ungefähr rum vom Flugzeug ist. Das reicht schon, wenn das anklickt, passt schon. Hier oben wieder Objektmodus auf Texturmalerei, jetzt ist alles auf einmal pink. Nicht weil das Flugzeug pink ist, sondern weil wir einfach keine Textur hinterlegt haben. So. Jetzt sehen wir hier mehrere Punkte. Das heißt, wie gesagt, wir können jetzt hier eine Textur erstellen. Plus Grundfarbe X01 Base Color.
und erstellen jetzt hier eine Textur, indem ich jetzt OK klicke. Hätte ich jetzt hier weiß, also komplett weiß, das wäre das ganze Flugzeug wieder weiß. Wenn ich so mache, habe ich keine Nieten drauf, zeige ich euch gleich, was ich meine. Aber ich will ja auch, also ich persönlich möchte immer gern sehen, wo muss ich aufpassen, wo ist was. Die Türen sehe ich, aber zum Beispiel Achtung, Warnung, Notausgang, keine Ahnung, sehe ich jetzt hier drauf nicht. Und wenn ich das mit schwarz übermale, sieht man es danach auch nicht mehr. Man könnte, wie gesagt, aber trotzdem die Textur so erstellen, Texturgrundfarbe hier erstellen, ist dann weiß, zeige ich euch aber auch gleich. Oder aber wir machen es anders, dass wir dann sowas sehen wie Notausgang oder was weiß ich, was da noch drauf steht. Das heißt, wir gehen, machen einen neuen Ordner. Ich nenne den jetzt mal Y. Gehen in das Flugzeug rein, Sim Options, Airplanes und suchen uns das Flugzeug raus, das wir bearbeiten wollen. So, dann gehen wir Textur. Wir brauchen am besten eine Lege, wo nichts drauf ist vom Hersteller. Kein Airbus, kein gar nichts drauf steht. Manchmal sind die Decals, manchmal sind sie eben hier drauf gemalt. Hier können wir schauen, ob es die Decals gibt. Decals. Seht ihr, können wir auch ausblenden schnell. Zack, zack. Alles, was ein grünes Auge hat, hier ausblenden. So, Decal. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, hier. Jetzt auch ausblenden. So. Dann wissen wir nur Decals oder aber das ist dann auch hier nochmal extra drinnen, so Decals, wie gesagt, müssen ein bisschen schauen. Ich glaube, der hat nämlich nicht so drinnen, die sind dann auch in der Lackierung hier drinnen bei Textur. Sind sie dann nochmal so drinnen, manchmal ja, manchmal nein, müssen wir schauen. Aber wie gesagt, jetzt ganz kurz, wir brauchen halt einfach nur am besten die leere, nackte Livery, ohne irgendwas. Quasi das leere, nackte Flugzeug nur mit Schrauben und das hier meinte ich vorher, diesen Texten hier in der Tür, sowas brauchen wir dann schon. Das heißt, jetzt kopiere ich mir rüber, 1, 1, 1, jetzt schaut 1, die oberste 1, das ist nur grau und das hier wäre zum Beispiel dann Metallic-Lackierung, glaube ich, weiß ich nicht ganz sicher. Und genau, so 1, dann 2 hier, das geht dann auch wieder so schön normal aus. Auch hier rüber kopieren. Dann 3. Dann bräuchte ich 4, 5, 6, 7. Aber ist hier nicht da. Deswegen gehe ich jetzt doch in die Textur rein. 4, jetzt sehen wir, hier ist bemalt die Textur, das ist Flügel. Steht nichts drauf, dann kann ich die wunderbar nehmen. 4, dann 5, hier ist aber leider bemalt. Der Flügel, das, ich will jetzt da nicht irgendeine Nummer drauf haben. WH-JJZ. Wenn wir eine deutsche Registrationsnummer oder gar keine Registrationsnummer auf dem Flügel haben. Das heißt, entweder ich schaue jetzt hier, wo nichts drauf ist auf der 5er, aber hier ist auch wieder was drauf. Oder ich lade mir halt eine Livery runter, Flight Sim TO oder was auch immer irgendwo, wo nichts drauf ist, wie hier zum Beispiel, habe ich schon vorbereitet. So, dann hier 5. Hier ist jetzt keine Registrationsnummer drauf. Nehme ich halt das in mein Flugzeug hier kopieren. So. Dann 6. Das sind jetzt die Triebwerke und Triebwerke. Hier brauche ich auch und 7. Und das seht ihr jetzt, oh, ist auch wieder voll bemalt, scheiße. Schaue ich wieder nach irgendwas, wo vielleicht nicht so viel drauf gemalt ist. Oder suche ich mir halt eine, vielleicht auch eine weiße auf Flight Sim TO und tue mir dann die, zeige euch nachher warum, auch hier in den extra Ordner fügen. So, wenn ich soweit gemacht habe, jetzt habe ich hier DDS-Files, das sind wir natürlich wieder raus, die werden wir nachher wieder umkonvertieren zu DDS, aber DDS geht halt einfach nicht im im Blender zum Speichern und so weiter und so fort. Es gibt zwei Möglichkeiten, Möglichkeit 1, F2 klicken, DDS PNG nur noch nennen, PNG den Rest wegmachen, DDS wegmachen, ist halt die schnellere Methode, oder aber anklicken, mit PaintNet öffnen, an der Programm Datei speichern unter PNG hier und dann halt speichern, okay klicken,
Hier müssen wir aber aufpassen, haben wir hier einmal 3 PNG und 3 DDS. 3 brauchen wir jetzt nicht. Die DDS, also können wir die entfernen oder aber F2 und das Ganze schneller erledigen und wegklicken. 2 DDS, Fall weg. Das ist jetzt eben keine 3D-Datei mehr, sondern eine ganz normale Bilddatei. So, haben wir das gemacht. Schauen wir uns die Texturgröße an. Das heißt hier zum Beispiel 4096x4096, 4K Library. Und dann erstellen wir uns auch die neue Textur. Wie gesagt, können wir jetzt entweder hier erstellen in der 4K. Oder aber wenn wir sagen, ja, wir haben noch 5 andere Programme im Laufen. Oder unser Computer ist schon, weiß ich nicht, so alt, dass wir es einfach nicht schaffen. Wir können auch hier auf PaintNet gehen, Bild, Größe ändern und dann 1024x1024 machen. Ja, oder halt eben auf hier 1024 machen, halt so bearbeiten und dann hier eine Textur erstellen auf 1024. Oder eben hier eine Textur, eine 4K-Textur erstellen. Und wenn, dann machen wir es ordentlich. Hier können wir noch die Farbe ändern, welche Farbe es sein soll. Also können wir zum Beispiel hier weiß machen. Oder ich sag mal schwarz, machen wir schwarz. So, jetzt sehen wir es. Hier ist nichts. Schwarz, scheiße. Also alles wird jetzt dunkel, alles was ich drauf wäre an Schrift und so weiter wird jetzt weg. Nur rein auf den hier. Das heißt, ihr könnt jetzt hier auf der Textur schon was rummalen. Wenn ihr eine Textur erstellt, das heißt, wenn ich hier weiß mache, habe ich das hier weiß. Also könnte ich mir jetzt so quasi drauf malen und hätte es dann hier drauf weiß. Dann kann ich hier auch noch drauf malen in der Tür. Also seht es mal die Tür aus. Und genau, sie könnte ich auf der Seite hier malen. Oder hier malen, kommt auch selber raus. So. Aber wie gesagt, wenn sie gleich noch überspielen, hier hinten nur was bisschen was Schwarzes hier noch. Also ihr seht es aber Cargo-Klappe. Deswegen ist es so viel leichter zu sehen als überall in 2D. So, dann erstellen wir die nächste Textur. Also hier oben, einfach vergessen, Texturmaler, Objektmodus wieder. Anklicken, das nächste, also wir sind aber eben Objekt drinnen, das passt. Also Texturmalerei, extern 2, Textur, jetzt ist es schon eingestellt, wie wir es brauchen. Machen wir jetzt weiß, zack. Dann das nächste, 3, keine Textur hinterlegt, Grundfarbe, 3, zack. 4, Grundfarbe, zack, ihr seht das Flugzeugmodell, wird weiß. Aber letztlich, wir können schauen, was ist das hier, zum Beispiel, ich sage, gut, ich will es blau machen. Ah, das ist das Ding hier, okay, das hintere. Ach, da gibt es zwar hier auch, aber wir sind in der Livery nicht, das ist die kleinen Punkte hier unten. Alles, was noch lila ist, ist noch, wie gesagt, so echt kleine Dinger, nur das erkennt man nicht wieder in der Livery. Deswegen genau. So, jetzt haben wir die Textur. Und wie gesagt, da fehlen aber jetzt echt die Schrauben, Nieten, was weiß ich, alles drauf. Und deswegen müssen wir jetzt am besten das Flugzeugmodell, wie es ausschauen soll, da reinholen. Ganz einfach gesagt, wir haben es ja vorher auf eine Bilddatei umgeändert. Das heißt, wir legen jetzt diese Textur aufs Flugzeug drauf, um dann ein schönes 3D-Modell zu haben. Dazu gehen wir hier wieder auf 1, klicken das Schwarze hier an, dass hier schwarz ist. Und hier oben auf Bild ersetzen. Klicken dann hier unsere PNG-Datei an, die 111 logisch. Ersetzen dann. Und ihr seht, jetzt haben wir hier diese... Ja, diese Flugzeuge eigentlich quasi, das wie sie aussieht, ja auch mit dem, wo ich vorher gesagt habe. Wenn ich das schwarz ausmale, ist es ja weg. Wenn ich es weiß mache, ist es weg. Aber ich zeige euch nachher noch, wie wir es wieder hinbekommen, wenn ich es drüber malen sollte. Aber es sieht halt schön aus, wenn die graue Woll steht und nicht hier genau da voll durchsteht mit schwarz. Sieht dann schöner aus, wenn der unten da oben ist, anstatt hier in dem Bereich. So sehe ich jetzt halt ungefähr. Natürlich, klar, wir können jetzt hier auch hier drauf malen, wie gesagt. Wir können jetzt hier auch das Flugzeug schon ausmalen. Und dann später das andere drüber liegen, können wir auch machen. Einmal das so rum, dann sehe ich ganz genau, wo ist was von der Livery, was ich vielleicht nicht übermalen möchte. So, gehen wir hier auf 2, Bild, ersetzen,
Desktop Y und 2. Dauert ein bisschen. Zack. Gehen wir hier auf Nummer 3. Hier unten dann immer das hier unten noch anklicken. Und dann Bild ersetzen. 3. Ja, ich 3. Ja, seht ihr, sehen auch Punkte, wo nicht da waren. Die Dinger hier, das heißt, wenn ich das jetzt übermale, ist halt schade, oder jetzt hier das an der Tür, das rote übermale hier, das hier. Ist ein bisschen schade, deswegen mache ich es immer so, weil dann sehe ich, was ich mache. 4 anklicken. Und Bild. Yes. Nein, nicht mehr lang ersetzen. Desktop. Das war jetzt der Flügel. Das sollte der Flügel sein. 5, genau dasselbe, der andere Flügelbild. Ersetzen Desktop. Und 5. Okay, so soll es nicht sein. Wir irgendwie keine Textur. Okay, dann nochmal Bilder, wenn das passiert. Nochmal ersetzen. Ich weiß jetzt nicht warum, aber probieren wir es halt nochmal. Der mag irgendwie nicht die Textur laden, warum auch immer. Ist die 5er. Dann eigentlich sollte sie passen. Dann nochmal neu laden, geht nicht. Also ich weiß jetzt nicht, warum das nicht geht. Lieber mit Textur malen wir nochmal an, Objektmodus. Texturmalerei, die gibt es nicht, dann erstellen wir noch eine neue Grundfarbe. Und genau, probieren wir das Ganze dann nochmal. Bild. Hey. Das hier wollte ich so. Nein. Y jetzt. Ist er dreht oder was? Ach egal, Y. So. 5. Also ihr seht irgendwie, es geht nicht. Ich weiß nicht warum, aber mit der anderen Taste können wir sie ja machen, Dateifahrt kopieren, bla bla bla, aber löschen finde ich jetzt nicht. Nein, gibt es keinen Löschen. Naja, okay, gut, dann gucken wir nachher nochmal. Warum machen wir immer weiter mit den nächsten? Das heißt, wir es anklicken. Texturmalerei. Also die Klappe da angeklickt. So, jetzt haben wir das Flugzeug. Texturmalerei. So, dann machen wir das Nummer 6 wieder. Schauen wir mal, ob es jetzt weiter läuft. Ersetzen. Desktop. Y und die Nummer 6. So, das ging wieder, waren es hier unten. Ja, die Triebwerke. Dann noch schnell Nummer 7, das was blau ist. Bild ersetzen. Auf Nummer 7 ersetzen. Das wird das jetzt so, ihr seht es jetzt, das ist TNT, wo ich vorhin gesagt habe. Können wir nachher übermalen, jetzt haben wir nur eine Textur nicht erstellt. Aber ist ja nicht so schlimm, wir gehen jetzt erstmal machen nachher wegen des Vereins. Bild. Speichern wir jetzt ab. Dann 2 Bild. Wird gespeichert. Fehlermeldung, ja super. Also Bild. Machen wir halt anders, damit wir auch wissen, dass er speichert. Machen wir einen neuen Ordner. Nennen wir den jetzt einfach mal www. So. Ein Bild speichern unter in unseren www-Ordner rein, aber er kann es nicht schreiben, sehen wir warum auch immer. Naja, okay, gut, dann müssen wir vielleicht doch
Die Datei speichern und damit mal doch ersetzen. Eigentlich geht es. Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt für ein Problem hat. Jetzt mit dem www rein. Als PNG. Nein, ersetzen wir es halt doch als PNG speichern unter. Ja, PNG speichern. Zack. Ist Nummer 3. Speichern und schauen, ob das der Fehler liegt oder ob die Delivery einfach das Problem hat. Speichert die 4 Datei. Nein, das will ich doch nicht. Speichern unter Desktop. PNG passt. So. Probieren wir nochmal, wie gesagt, ist ja nicht ganz gut an. Ah, ihr seht, hier ist ein Fehler bei Bild Nummer 5, kann er nicht öffnen, warum auch immer nicht. Ja, wenn wir nachher nochmal extra machen, ist aber auch nicht so schlimm, weil Desktop, www, so PNG speichern wir dann doch hier rein. Speichern, Desktop. Ah, DDS hat es gesehen. Speichern, so. Da brauchen wir eigentlich den Ordner nicht mehr, wo wir jetzt lieber nichts reinmachen, weil wir hier nochmal extra drin haben. Deshalb werden wir die Textur gleich nochmal ersetzen, aber wir werden jetzt die 5, weil die will dann bei uns nicht laden. Nochmal speichern unter Desktop www und zwar als PNG-Datei speichern. So. Jetzt sollte das doch gehen mit der 5. Sieht zumindest so aus. Also nochmal dann wieder auf 1 klicken hier, wieder schauen, dass sie angeklickt ist. Bild ersetzen, und wir sind nochmal so rum, Desktop, www. Und dann die 1. Erst Bild ersetzen. Bild. Und wie gesagt, die Bilder sind jetzt echt speichert, deswegen wieder AAA. Bild, einen neuen Ordner erstellen, dann Bild speichern unter dem Ordner. Jetzt sieht ihr es, jetzt speichert der es, jetzt hat es geklappt. Nummer 2 wieder hier draufklicken, dass es ändert, das ist hier okay, gut, das ist echt Nummer 2. Bild ersetzen. Und zwar die Nummer 2. So. Dann speichern wir das unter. Nein, es war AAA, gell. Zack, gespeichert. Also müssen wir es dann schon so ersetzen, aber okay. Bild 3 ersetzen und also wir ersetzen wieder, das ist jetzt Nummer 3. Das Video ist hauptsächlich, was ich immer mache hier. Ich tue immer 5-mal versuchen, bis das dann geht mit dem Blender, wie ich das möchte. So, haben wir ersetzt, kann man speichern unter. Hier Bild ersetzen. Nein, www haben wir ja nicht. So, das ist Nummer 4. Ersetzen. Speichern unter AAA. Zack, 5 ging ja nicht. Aber die lasse ich mit Absicht kurz weg, weil ich will da nicht noch mehr Texturen übereinander legen. Deswegen lasse ich diese jetzt mit Absicht weg, die 5 können wir gleich noch einfügen. So, dann Base Color 6, Bild ersetzen. Speichern. Unter. Tut mir jetzt echt leid, aber ich habe das Video schon 3-mal neu angefangen, weil ich mir irgendwas nicht wollte. Da ich irgendwann auch echt das Leid bin. So, ersetzen, deswegen machen wir es nochmal kurz zu. Ersetzen wir jetzt durch die richtige Datei, durch die echte PNG-Datei. Also ist PNG groß geschrieben und eine klein geschrieben, aber ist egal, da brauchen wir eh nicht. So, 7. Ja, groß geschrieben, geil. Speichern unter. Nein, Desktop AAA. Alle gespeichert, genau so. Ich weiß also nicht, wie ich den Schmarrn hier lösche.
Das weiß ich leider nicht, aber okay. Bild setzen. Und diesmal jetzt passt. Seht ihr, wie die richtige Asset. So. Jetzt haben wir das Flugzeug hier drinnen. Ersetzen. Speichern wir auch noch schnell ab. Speichern unter Desktop AAA. Speichern. So, jetzt haben wir das alles, das Flugzeug drinnen. Jetzt würde ich eben, wie gesagt, wenn ich eine bemalte Lurie schon habe, wo ich vielleicht, weil es wie bei uns halt das Tail nicht gefunden habe, hier hinten unbemalt, auf Flight Sim TV auch nicht gefunden habe, muss ich selber machen. Objektmodus, ich kriege das an, was ich möchte. Texturmalerei. Dann ist die 7. Das sieht irgendwie jetzt hier. Kein Bild. Vielleicht kann ich es hier entfernen. Nein, leider auch nicht. Naja, okay. Ich sehe, die Textur ist hier nicht da. Aber ersetzen wir ihn auch nochmal. Das ist auch nicht das Drama. Ja, wie gesagt, die Textur müsste jetzt eigentlich jetzt so, jetzt passt es. Okay, nur die obere ersetzen Bild, weil die müssen wir echt aufpassen, dass sie auch da ist. Desktop AAA. Ja, ersetzen wir so. Das war's, jetzt haben wir überall, ihr seht, jetzt haben wir nichts mehr orange, haben wir jetzt überall Texturen. Und genau, dann klicken wir die 7 an, weil ja die 7 das Tail. So, und dann würde ich sagen, Objektmodus angelegt haben wir es, Texturmalerei. Gehen wir hier unten auf die Pipette hier, können jetzt die Farbe hier rausnehmen oder hier raus, je nachdem, ich nehme jetzt kurz die hier raus und kann übermalen. Ja, seht ihr, ist ein bisschen heller. Und genau dazu kann ich übermalen, das ist wegmale hier. Ich werde es eh später weiß oder schwarz machen. Deswegen ist mir das jetzt gerade im Grundsatz scheißegal, wie es aussieht. Wenn es nicht egal ist, dann müsst ihr echt schauen, wie ich sage, nee, ich will dieses Tail Grundfarben lassen. Dann müsst ihr halt schauen, dass ihr immer genau die Farbe trifft. Helligkeit bleibt ein bisschen dunkler stellen, schauen, ob es dann passt. Und jetzt hier ist wieder noch ein bisschen dunkler gehen, dass wir dann genau die Farbe treffen, irgendwie, die wir brauchen. So, wie gesagt, das mache ich jetzt nicht. Ich male das jetzt einfach mal ganz schnell, weil ich später eh ändern werde. So, genau, das. Jetzt seht ihr, auf der anderen Seite steht es noch. Das heißt, ich kann nicht drüber malen, was ich nicht ausgewählt habe, kann ich nicht anmalen. Objektmodus klicke ich jetzt auf das hier. Dann wieder Texturmalerei und male das hier rüber. Zack, so, weg ist es. Wir können es auch. Hier unten, weil ich habe es auf der Seite immer noch da. Wir können auch Symmetrie wählen, X oder manchmal Z, und wir schauen, wie die Achse spiegelt. Und hier zum Beispiel das anklicken und schwarz übermalen. So, jetzt ist auf beiden Seiten schwarz. Das heißt quasi, er spiegelt das jetzt. Hier sehen wir es auch nochmal. Dann können wir Textur malen, Objektmodus. Und machen das jetzt hier auch schwarz, soll alles gleich ausschauen. Zeige euch aber auch gleich noch, was mir aufgefallen ist, warum weiß ich leider nicht. Aber ihr seht, okay, das wieder habe ich vergessen. Ihr müsst halt immer, wenn ihr neues angeklickt habt, auch immer wieder neue Spiegeln drücken. Sonst passt es nicht. So, es sind beide schwarz. Und das wollte ich eigentlich zeigen, gerade mit schwarz. Manchmal ist es halt einfach so, dass es hier schwarz und hier heller schwarz. Aber was hier ist, ist eigentlich scheißegal. Was hier ist, ist wichtig. Wenn hier alles passt, dann passt es. Wenn es hier nicht passt, ist egal. So, dann können wir jetzt hier beispielsweise sagen, okay, gut. Ich male jetzt hier noch drüber rum. Sollte eigentlich gehen. Ich weiß jetzt nicht, warum es da jetzt nicht geht. Also nicht, weil ich spiegel. Nein. Nein, normalerweise können wir jetzt hier auch noch rüber malen. Damit dann zu malen, nein, ich mag er gerade nicht.
Tonmalerei, ne, machen wir weiß. Ich weiß auch nicht, warum ich da gar nicht malen mag. Normalerweise kann ich hier auch malen. Aber mag halt irgendwie gerade nicht, aber okay. Ist jetzt auch nicht so wichtig, als wie gesagt, wir könnten das jetzt hier noch übermalen in der Textur hier. Also hier nicht wollen, wir sehen es jetzt eh nicht, aber als Beispiel können wir eigentlich normalerweise hier drauf auf die Seite auch malen. Sagen, ich weiß gerade nicht, warum es nicht geht. Naja, okay, egal. Auf jeden Fall mal das Tail oder wie das Flugzeug soweit fertig gemacht. Dann können wir hier klicken, speichern. So, dauert ein bisschen, das speichert gerade die Dateien ab. So, jetzt speichern, wo wir tun. Ich tue jetzt nämlich den Ordner machen, wo ich auch meine Dinger drin habe. Speichern, also meine Textur, meine 2D. Und jetzt habe ich hier die Texturen drinnen. Wir sehen es jetzt gleich. Quasi habe ich auf dieser Textur schon gemalt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hier möchte ich es aber schwarz haben, könnte ich es hiermit auch ausmalen, auch schwarz. Beispiel könnte ich es auch hier schwarz malen. Dass eben das weg ist, oder aber ich male es hier auf den weißen Strich rein, sage ich speichere es. Jetzt öffne ich meine Blender-Datei und siehe da, es ist ein weißer Strich da, wie ich es gerade gemacht habe. In dem 2D-Modell habe ich es im 3D-Modell übertragen. Das heißt eigentlich quasi, das, was ich hier mache, habe ich da auch natürlich nicht gespeichert, die 2 Punkte, deswegen Bild ist, aber kann ich auch zuhören, wenn ich klicke, dann ist auch gespeichert, also insofern ist es scheißegal. Und wie gesagt, normalerweise, wenn ich hier rummale, normalerweise malen auch hier rum, wie irgendwo kein. Ah, hier malen so, jetzt weiß ich, warum nicht ging, da war malen nicht aktiviert, so. Kann ich auch zeigen, was ich meinte hier. Also wenn ich hier male, wird da nämlich dann auch schwarz hier. Kann ich klicken, speichern, wird sich ändern, Tage sagen, okay, jetzt gefällt mir besser. Ihr seht, jetzt ist im 2D-Modell das Ganze auch übermalt. So, das war schon alles, wie man eine Textur erstellt. Ich würde dann immerhin noch einen Ordner erstellen, den ich Textur nenne. Textur. Textur, das ist so. Da füge ich mir meine Texturen ein. Blender noch mal kurz öffnen, kann jetzt sein, dass die genau, dass die Texturen da raus sind, weil er findet sie ja nicht mehr. Ich habe einen neuen Ordner gemacht. Findest du jetzt oder müssen wir die wieder in den Ordner rausnehmen und anders machen? Mal kurz schauen. Nein, hier sieht sie ja so, das ist jetzt einfach so, weil der Ordner jetzt einfach der falsche Ordner gespeichert war. Aber ich könnte jetzt sagen, okay, gut, ich tue jetzt als Beispiel, damit ich nicht zusammen habe, sagen, ich speichere das jetzt. Speichern unter Desktop AAA speichern. So. Natürlich darüber, jetzt kann ich nochmal nachschauen. Hat er jetzt seine Texturen wieder? Ja, nein. Er sieht sie, hat sie. So, warum mache ich, warum soll ich sowas machen? Weil ich dann immer, also ich sage, hier benenne ich jetzt um auf bei 146 minus 200 QT und den Texturordner und den Ordner nenne ich dann auch auf Paint Kit bei 146-200 QT. So, das war's. Wieder brauche ich nicht. Jetzt habe ich ein Paint Kit erstellt. Also es geht jetzt nicht nur so bei der Pi, das geht genauso gut bei der A320, A321, A320 Phoenix, A320 Fly-by-Wire und so weiter und so fort. Solange ihr diese normalen Texturdateien drinnen habt. Und wie gesagt, das war jetzt nur das Paint-Kit, das heißt, das habe ich extra abgespeichert. Ja, ist ein bisschen doof gemalt hier hinten im Tail, also im, ich weiß nicht, hier hinten am Heck halt.
würde ich jetzt normalerweise weiß machen, beziehungsweise hätte ich jetzt eine Textur, die ja auch blank ist, sage ich mal, würde ich hier drauf spielen. An sie abspeichern und an die Ecke schieben. Wenn ich jetzt irgendwas ändern wollen würde, würde ich mir immer kopieren und nur in der Kopie arbeiten. Weil sobald ich jetzt irgendwas verändere hier, als Beispiel, ich mache jetzt hier hinten schwarz. Ich mache das jetzt hier schwarz. Spiegel. Diese auch immer, wenn ich jetzt speichere und jetzt ausmache, das bleibt gespeichert, dass ich spiegeln möchte. Das heißt, ich mal automatisch auf 2 rum. So. Das ist irgendwie das drin und das draußen. Hier speichern. Ich habe jetzt mal wieder eine schöne Lackierung erstellt und speichere. In dem Moment habe ich ja meine Textur, die ich jetzt hatte, übermalt. Das heißt, ich müsste nächstes Mal wieder alles hier einfügen. Muss ich nächstes Mal die Arbeit wieder machen, das alles einfügen. Wenn ich aber nur die Kopie bearbeite und das Original, bleibt dann so, wie ich es vorher mal gespeichert habe. Deswegen, wie gesagt, hier bleibt unberührt. Das heißt, ich spare mir ungefähr so 20 Minuten Arbeit. So. Das war Teil 1 dieses Videos. Erstellen eines Paint Kits mit der Maschine, Texturdateien einladen und so weiter und so fort. Jetzt kommt Teil 2, die Bemalung in Blender. Und danach kommt noch kurz Teil 3, und zwar das Video übertragen auf Delivery ändern und 4K. So, genau, jetzt kommt der zweite Teil. Und zwar dazu öffnen wir jetzt wieder unsere Textur, die wir jetzt erstellt haben, und würde ich sagen, Texturobjektmodus, wir klicken uns den Rumpf an, Texturmalerei, und wir wollen jetzt hier zum Beispiel, möchte ich mir eine schöne graue Wolf-Lackierung erstellen. Das heißt, ich öffne Paint, Wallpaint.net, öffne jetzt Paint.net, Text, mach's mir möglichst groß, grauer Wolf. Groß geschrieben, zu klein, aber eher zu klein, zu groß ist, glaube ich, besser. So, grauer Wolf. Eigentlich, ob sie drauf ist, die Schriftart will ich jetzt zum Beispiel das hier oder das hier. Also, wie gesagt, ihr könnt jetzt die Schriftart wählen, wie ihr Bock habt. Auch nur Karos ist eigentlich letztlich scheißegal. Die Farbe genau dasselbe, könnt ihr wählen, wie ihr wollt. Ich mache es aber schwarz. Jetzt habe ich einen Text, speichere ich ab, dann speichere ich mir auf Desktop. Grauer Wolf, speichere ich mir hier ab und habe damit grauer Wolf. So, jetzt sage ich, ich möchte ja noch was anderes haben, wie zum Beispiel irgendein Logo. Ich will jetzt auch ein Logo haben als Beispiel. Dazu muss ich aber kurz mein Logo raussuchen. Ich meine, ich habe das so erstellt, dass ich nicht den ganzen schmalen Desktop habe. Aber ohne mein Logo, seht ihr, also hier habe ich echt schon viel abgespeichert. Schwarz, dann auch hier rüber kopieren. Ist einfach nur schwarz. Snowwolf, sowas meine Airline. SWE unbenannt Wolf, den habe ich gesucht. Wolf schwarz, den habe ich gesucht. Hier kopieren. So, das Logo. Der Wolf. Und Schrift grauer Wolf. Wenn ich noch ändern, grauer Wolf. YouTube hier unten. YouTube könnte ich jetzt machen, wenn ich Bock habe oder nicht. Habe ich aber keinen Bock drauf, mache ich nicht so. Das heißt, ich hole mir die Bilder raus, hier stellen mir die Bilder, aber sonst was. Und diese hole ich jetzt aufs Flugzeug, ganz einfach. Wie gesagt, malen kann ich hier oben, indem ich hier oben klicke auf Objektmodus. Das Objekt, was ich anmalen möchte, anklicke. Und auch die Türen hier, zeige ich auch gleich nochmal. Und andersrum kann ich halt dann auch eben dann auf Textur malen, und dann kann ich hier malen, zum Beispiel sage ich, ich möchte das hier alles weiß haben, dann kann ich mir weiß anmalen.
Also Textur, Texturmaler, warum? Irgendwie. Passt hier gerade. Jetzt passt wieder alles. So, also ich klicke mir das hier an. Ja, jetzt passt. Sieht hier so, jetzt passt. Texturmaler, ich bin beim Pinsel, mache ich weiß. Wenn ich mich nicht weiß, meine ich jetzt, jetzt übermale ich mir das hier. Und dass ich nicht so schlimm übermalt habe, hole ich mir nachher wieder drauf. Aber jetzt will ich es so lassen, weil mir die Farbe gefällt oder weil es einfach natürlich aussieht, keine Ahnung. Und ich möchte lieber grauer Wolf drauf haben. Also wie gesagt, das könnte ich jetzt hier malen, so wenn ich Bock habe. Ich will jetzt, habe ich hier grauer Wolf. Das heißt, ich klicke hier unten auf Textureigenschaften. Neu öffnen. Desktop und grauer Wolf. Jetzt habe ich hier das Bild. Klicke hier oben wieder auf aktive Werkzeuge, das oberste halt. Textur. Gekachel, das soll Schablone werden. Bildverhältnis und jetzt seht ihr, habe ich es hier. Jetzt habe ich hier mein Bild. Das kann ich mir jetzt schieben. Wenn ich mir jetzt so schiebe, habe ich nachher das hier weg. Zack, jetzt ist das hier weg. Sieht, lass ehrlich sein, sieht einfach doof aus, oder? Z, so, Z. Also Steuerung Z, dann könnt ihr löschen. Und jetzt tue ich hier Steuerung links. Immer Steuerung links machen, dann kann ich dann drehen, wie ich Bock habe. Und groß klein schreiben, diese Pfeiltaste nach oben. Kann ich groß und kleiner ziehen, jetzt ist hier klein. Und ihr seht, ich könnte es jetzt schön entweder rein dekorieren, irgendwie, wenn ich Bock habe. Oder so wie ich es mache, ein bisschen drüber. Jetzt mache ich persönlich immer die Spiegeln an. Ihr müsst ja nur aufpassen, weil wenn ich das jetzt so mache, ihr könnt es wegmachen, ich zeige euch nachher warum. Ich werde es nachher wiederholen, aber dann ist es halt nicht unbedingt übermalt. So. Ich spiegel mir das immer, weil ihr seht, die war hier. Die Schrift ist anders groß. Ich bin immer zurecht. Mach mein Spiegeln aus. Und ändere es. So. Und jetzt seht ihr, es passt perfekt. Eine gerade Linie mit dem überein. Ja, fast. Naja, okay, fast. Aber deswegen hat es immer gespiegelt, damit es ungefähr gleich ausschaut. So. Wie gesagt, jetzt kann ich nur in dem Bild malen. Das heißt, was ich hier unten male, geht nicht, weil das Bild. Ich kann jetzt so hier im Bild malen, das kann ich. Aber alles, was außerhalb vom Bild ist, kann ich nicht malen. So, jetzt wollte ich nicht drauf auf meine Textur, deswegen machen wir das kurz wieder weg hier. So, jetzt habe ich hier grauer Wolf. Zum Beispiel, ich sage, ich will hier irgendwas malen, jetzt auch nochmal diesmal hinten grauer Wolf drauf malen. Dann mache ich so, zack, jetzt seht ihr aber, irgendwas stimmt da nicht, weil dieses Tail hier nicht angeklickt ist. Diese Cargo-Luke. Objektmodus, jetzt klicke ich nur diese Luke an, dann wieder Texturmalerei. Das Bild bleibt gleich. Das Bild bleibt gleich, solange es nicht verschiebt. Und dann kann ich mir das hier rüber malen. Nicht hier drüben kann ich jetzt nicht rummalen, sondern nur die Klappe. Wie gesagt, zum Beispiel könnt ihr schwarz, deswegen mal vor, ist eine Ding schwarz drin, weil sowas können wir schwarz malen und so weiter und so fort. So, machen wir direkt hier, weil ich will das ja nicht draufstehen haben. Eigentlich. Okay, jetzt hängt er gerade ein bisschen. Jetzt habe ich alles leer gemacht, also alles weggemacht. Ich bin schneller gewöhnt, aber mit dem offenen Programm Hintergrund braucht halt echt länger, aber okay. Spiegeln wir es halt nochmal ganz kurz, wieder schön hinsetzen. Das ist da nicht stört drauf. Kann ich drehen, jetzt zeige ich euch nochmal, was ich meinte. Hier schau, die Schrift ist einfach größer und anders. Kann ich entweder so machen oder ich ziehe es mir halt dann so recht. Größer, kleiner. Spiegeln aus und dann habe ich so ungefähr vom gleichen her, von der gleichen Höhe her. So, wie gesagt, genauso kann ich jetzt halt nur den Ding malen. Wenn ich jetzt hier auf X klicke, kann ich wieder malen, wo ich Bock habe, überall und wie ich Bock habe. Wie gesagt, ich will hier keine hochprofessionelle Super Library erstellen, sondern ist jetzt einfach echt nur ganz kurz. Das Ganze so. Jetzt seht ihr hier, habe ich noch ein G, mache ich dann auch kurz so schnell weg. Und ja, genau. Wie gesagt, ich habe jetzt hier so den Namen draufschreiben, das kann ich hier dann rummalen, wie ich möchte, oder mit dem Bild halt.
zeige ich euch gleich, was noch meine. Jetzt sage ich hier hinten, will ich was drauf haben, gehe ich hin. Stelle es mir so ungefähr zurecht, wie ich es haben möchte. Neu öffnen. Desktop, mein Wolf. Schwarz. Warum schwarz? Klar, damit das Ding hier schwarz bleibt, also ich kann es auch weiß machen. Aber ich würde immer die Farbe im Hintergrund machen, hier die Farbe im Hintergrund, weil die Farbe ich haben möchte. Schablone, Bildverhältnis, so. Ich würde immer die Schablone machen, zum mal vorbereiten, auf welche Farbe ich jetzt überhaupt haben möchte. Weil nachher das Ganze mit Gimp oder mit Blende oder was wir arbeiten, dass der Rand perfekt ist, ist doof. Da geht es hier viel schneller. So, wie gesagt, dann gehe ich einfach rüber. Zack, 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 zack. Wie ihr seht, dann habe ich es hier schön schwarz. So, die sind mal weggenommen, die sind ja auch doof, aber egal, weil wir müssen eh nochmal rüber malen. Und zwar, hier kann ich jetzt auch spiegeln, dann geht es schneller. Zack, 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 zack. So, ihr seht, so, das war's. Hier könnte ich mir jetzt zum Beispiel meine 7 reinholen und sehe, auf beiden Seiten ist es gleich. Das Bild, solange ich das jetzt nicht verschiebe, kann ich machen, was ich will. Solange ich das Bild nicht anklicke, bleibt das Bild immer auf dieser Position stehen. Ist ganz gut, weil Objektmodus, eines hier hinten anklicken, Texturmalerei, um dann hier weiter zu malen. So, wie gesagt, jetzt extra schwarz gemacht. So, seht ihr, das war's. Jetzt habe ich hier genau das hier hinten drauf. Hier die Farbe ein bisschen heller, passt aber im Endeffekt wieder drauf. So, jetzt zeige ich euch, wo mein schwarzes Bild gemacht habe. Eigentlich wollte ich das gar nicht so zeigen, aber wenn ich es schon habe, dann kann ich es euch auch zeigen. Desktop. Meine Library ist finished. Nein, das ist meine Library, die ich suche. Library, eigentlich Library erstellen hier. Hätte ich es auch so machen können, aber hier zum Beispiel habe ich jetzt schwarz. So, schwarz habe ich jetzt deswegen, weil. Und ich war nicht doof, deswegen habe ich jetzt das, was ich meine, jetzt hier rumzumalen. Zu schauen, dass ich nicht auf den Wolf kommt, ist doch viel schwerer. Objektmodus mit das Objekt machen, als wenn ich, wie gesagt, das Wolf schon im Hintergrund habe. Und dann nur noch jetzt hier malen muss, Weste. Wie gesagt, dann kann ich hier schon das Tag schön anmalen. So, jetzt zum Beispiel, als Beispiel jetzt mal. Hier hinten habe ich noch nicht viel gemalt, deswegen würde ich hier mit dem Ding hier anfangen. Wenn ich ein bisschen rüber male, sieht einfach scheiße aus. Das jetzt wieder auszubessern. Und hier hinten das Ganze ist halt auch nicht so cool. Und genau. So, jetzt will ich ja das Weiße hier weg haben und das hier. Weiß, wenn wir auch gleich wegkriegen, zeige ich euch nachher, aber jetzt sage ich ja, das hier hinten übermalt ist doof. So, dann gehe ich hier drauf und suche mir das war Nummer 3. Was mache ich? Genau. Ich gehe hier oben auf Bild. Ersetzen. Desktop, kann auch Kopie nehmen, ich gehe Desktop. Habe meinen Ordner Y in den Müll geschoben. Das war jetzt sehr schlau. Aircraft, Aircraft, Just Flight Y. Das ist der hier. So. Gesagt, ich könnte es aber auch genauso gut eigentlich von der Kopie her ersetzen. Er ist noch nicht drauf gemalt, also wie gesagt, den Müll geschoben, ich kann es da wieder rausholen oder hier wieder rausholen. Letztlich giftig gesprungen, ihr seht jetzt auf jeden Fall, was ich euch zeigen wollte damit. Haben wir einen schönen geraden Abschluss hier. So, hier ist noch nicht schwarz. Klicke ich das hier nochmal an, Objektmodus. Warum kann ich jetzt nicht malen, weil hier ein Bild drin ist, so. Ja, jetzt mal das Weiß, ganz geil. Jetzt aber schwarz haben. Also ihr seht, ich mal schon wieder. Warum? Jetzt heißen wir das Bild hier raus, schau, wo das so ungefähr sein könnte. Und mache es dann hier nochmal perfekter.
hier, kann das sein? Nein, das ist wieder Steuerung Z. 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 So. Warum das jetzt hier so ist, weiß ich leider jetzt nicht. Muss ein bisschen drüber schauen. Vielleicht ist der auch eine Textur, dass er einfach nur. Ja, wahrscheinlich ein kleiner Texturfehler hat, weiß ich nicht. Ne, egal, auf jeden Fall, wie gesagt, so könnte ich es dann machen. Dann klicke ich hier, ersetze mir nochmal schnell die Datei Bild. Ersetzen, das geht hier auch. Und jetzt unsicher, es geht auch so, weil er noch nicht gemalt hat und fertig. So genau dasselbe ist mit diesem Weiß hier hinten. War die Zweier, klicke ich nochmal an, hier zack. Oh, da steht grauer Wolf drauf und ich weiß, dann würde ich das lieber lassen. Wie ich sage, wenn ihr schon gearbeitet habt, kommen wir nachher auch nochmal, wenn es nur weiß war. Macht am besten weiß, schön helles Weiß. Wenn euch sowas passieren sein sollte. Schön helles Weiß, weil das ersetzen wir nachher, okay? So, das war's. Jetzt sage ich, okay, gut, die Livery ist fertig, die sieht toll aus. Gefällt mir. Es ist auch nicht auf den Flügeln drauf, was ich nicht haben möchte. Hier die Triebwerke könnte ich mir jetzt genauso bemalen. Objektmodus könnte ich jetzt hier auch anmalen, wenn ich Bock habe, in Weiß. Und ja, genau, also genau dasselbe, das gleiche. So, wenn ich dann fertig bin, ich speichere, das speichert automatisch. Das dauert halt nur ein bisschen, je nachdem. Also brauche ich es doch nicht. So, dann hier, jetzt haben wir ja hier die Texturen. Haben jetzt alle drauf gespeichert. Tak, 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 tak. So, und jetzt brauchen wir aber irgendwie, weil das sind nur Bilder. Und wir wollen nicht mehr auf GDS haben. Deswegen brauchen wir die DDS-Dateien. Nein, das sind auch die Bilder. Naja, okay, gut. Wie gesagt, brauchen wir DDS-Dateien, aber das ist ja nicht ein Problem, weil wir haben uns ja vorher schon vorbereitet mit der Livery. Nur blöd, weil ich habe die gelöscht, die DDS-Files, alles. Weil wir brauchen noch mal schnell die Bilder. Das heißt, wir holen sie einfach noch mal raus, oder? Nein, 1, 1, schau. 2, 3. Flügel bräuchte man eh nicht. Aber also nur kurz die wichtigsten Dinge nochmal schnell raus. 1, 2, 3, weil die Flügel haben wir eh nicht groß geändert. Da brauchen wir auch nicht viel ändern. Speichern. Nein, ich will es als Ding speichern. Speichern. Unter. PNG speichern. Ja. Dasselbe mache ich mit dem nächsten Zweier hier. PNG speichern. Ja. Und dasselbe mache ich mit dem dritten hier. Datei speichern unter. So, jetzt haben wir es wieder. Also wie gesagt, das ist öfter mal so ein Scheißbaue. Die DDS-Files brauchen wir jetzt gerade nicht. So, da wir nur die Bilderdateien haben, und zwar nur die Bilderdateien auch, die wir wirklich dringend brauchen. Wie gesagt, mehr Arbeit, haben jetzt eh schon mal genug gearbeitet, brauchen wir auch nicht machen, als wir eh brauchen. Das heißt, ich gehe jetzt meinen Texturordner, öffne ich. Die Dateien sollen ja auch passen. Und jetzt soll ja so bleiben. Aber was jetzt nicht so bleiben soll, ist hier beim Grauen Wolf das Weiße zum Beispiel. Zwei Möglichkeiten, entweder klicken Sie hier an, klicken den Eimer an, die Pipette hier, klicken schön, dass wir dieses Grau haben. Können wir schon, ob das geht. Ja, ihr seht, es ist alles grau. Oder aber wir schauen es andersrum, das heißt, wir klicken das hier an, tun das hier als Ebene hinzufügen. Jetzt haben wir eine Ebene hinzugefügt. Mir fehlt das hier, also hier oben könnt ihr die Dinger, wenn die euch fehlen bei Paint, wieder herholen. Klicken auf den Schraubenzieher, multiplizieren, ist immer noch grau, ja okay, ist ein bisschen doof. Okay, dann müssen wir es doch so machen, schau es so. Also.
auch wieder die Pette hier drauf gehen. Müssen wir schauen, was jetzt passiert. Speichern unter. Ich würde mir extra woanders speichern. Damit ich eben mit Tago später, wenn es nicht jetzt geht, was ich meine, zeigen und angehe, die wie es gehen kann oder wie es geht. Aber ich probiere es jetzt mal so rum, ob das jetzt geht, wenn ich alles grau mache. Nein, ich entdeck den. Ich wollte den hier drüber hauen. Also ihr seht, es geht so. Wäre die Möglichkeit Nummer 1, wie ich es machen kann. Möglichkeit Nummer 2 wäre, ich öffne mir das in Paint, klicke hier aufs Viereck, versuche so gut wie möglich nur die Stelle einzukreisen, klicke mir eine Farbe in der Nähe an, die am besten die gleiche Farbe hat, und klickt es dann so rüber. Das will ich auch, nein, das nicht. Steuerung Z, ich will ja nur dieses A hier auch ausmalen. So, genau dasselbe mache ich hier auch. O will ich auch. Und dasselbe mache ich hier auch wieder. Also wie gesagt, nochmal, wie viel länger ich für sowas brauchen, dass ihr die Farbe ist nicht gleich und so weiter und so fort. Aber ist ja auch nur ganz schnell, kurz schnell erklärt. Dann speichere ich das Ganze, ja. So, dasselbe mache ich dann hier auch wieder. Ich kreise es mir ein, ich nehme die Farbe, mache das rüber, dasselbe hier auch wieder. Die Farbe, mache das rüber, kreise mir ein, nehme die Farbe. Farbeimer, haut drauf. Farbeimer ist drauf. I und das O. Wieder Viereck, wie gesagt. Wenn ihr echt eine andere Farbe haben soll, wenn ihr sie überdickt habt, aber ich würde halt, wie gesagt, die Farbe nehmen und dann halt am bestenfalls dann gleich rübergehen. So, das war's. Hier die Punkte noch. Geht nicht, weil Viereck angeklickt hat. Das ist schön, dass wir Viereck anklicken. Zack. Zack, und dann kann ich nur das ausmalen. Hier kann ich klicken, wie viel, geht nichts zu. Speichere ich auch. Und der Rest passt. Das heißt dann, gehe ich jetzt auch meine Datei hier, tue mir dann Nummer 1,1 als Ebene hinzufügen, macht die Ebene multiplizieren. Okay, ihr seht, sie ist ein bisschen dunkler geworden, aber dieses rote, was ich vorher übermalt habe, ist wieder da. Datei, jetzt wie gesagt, könnte man das Bild noch ändern, wenn ich jetzt 8K möchte. 8194, keine Ahnung, weiß ich nicht ganz sicher. 4600 mir reicht auf 4K, deswegen lasse ich jetzt so, könnte ich es jetzt ändern. So, speichern. Desktop. Livery fertig. Und dann tue ich jetzt hier rein als PND noch. Speichern, zack. Dann das zweite gleich wieder hier rüber. Ebene hinzufügen. Wieder die Ebene vereinen. Ihr seht, es ist dunkler, aber dieser Strich ist immer noch da. Also ist nicht so geil jetzt. Müssten wir doch ein bisschen anders arbeiten. Also wie gesagt, das jetzt. Ist es nicht so das Perfekte. Wie gesagt, wir müssen dann echt genau arbeiten und punktuell, wenn ich es jetzt machen würde. So, dass es wirklich perfekt aussieht, es wäre dann ein Video, was echt ziemlich lange dauern würde, und das muss ja nicht sein, nur kurz erklären, weil wie gesagt, kommt jetzt immer darauf an, jetzt sieht die Lurie auch immer ein bisschen dunkler, speichern. So, und zwar Desktop, wenn man den nicht zusammengefügt, die Ebenen zeige ich euch auch noch gleich hier zusammenfügen.
Und dann speichern wir als Bilddatei gespeichert haben. So. Jetzt tun wir die drei, vier hier auch noch hier rüber kopieren in die Lyrics, die wir fertig gemacht haben. Jetzt ein Elektro, neuer Ordner. So, jetzt haben wir hier ein Problem, was ich vorher vergessen habe. Wir nehmen hier Ebenen offen. Das heißt, hier unten kriegen wir oben an, dann hier unten Ebene zusammen nach unten fügen. Zack. Ein bisschen unscharf, oder? Die Ebene, wenn ich gerade nicht täusche, sieht die ein bisschen doof aus, oder? Warum hier zwei Fenster ab, weiß ich nicht. Achso, weil die falsch rum ist. So. Nach unten zusammenfügen, Datei. Speichern. So, jetzt nochmal Papierkorb. Wo habe ich den Schmarrn? Nein, das war Y. Naja, ist ja egal, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Alles passt auf keinen Fall, sieht echt scheiße aus. Na, wie gesagt, jetzt nur als Beispiel jetzt mal. Wir können jetzt aber genauso gut die hier mit der hier rübernehmen. Warum können wir es nicht machen? Ah, weil die schaut, deswegen sieht es scheiße aus. So, jetzt sieht es normal aus. So, jetzt können wir nach unten zusammenfügen, bitteschön. Fehler gefunden, speichern. Fertig, so. Gehen wir auch an, haben wir auch noch eine Ebene. Aber wir sehen, jetzt fehlt hier 1, 2, 4, 5, da fehlt die Nummer 3 noch drinnen. Hab ich nur 1 passt, können wir auch hier reinhauen. So. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, das jetzt unsere Lyrik fertig ist, die wir bearbeitet haben. Haben wir die Lyrik fertig, aber hier steht nicht grauer Wolf drauf. Scheiße, oder? Das heißt, wir müssten jetzt nochmal das PaintKit öffnen, hier Textur, dann können wir die nochmal kurz rausholen, hier die Textur. Ja, wir öffnen die hier nochmal, gehen hier nochmal drauf, machen noch eine Ebene hinzufügen, weil wir ja da grauer Wolf draufstehen haben. Ja, schauen die uns an, passt die so, ja, nein, ja, okay, dann nach zusammenfügen. Speichern unter. Lyric fertig. Ja, ich will sie ersetzen, passt. So, jetzt haben wir es hier irgendwie. Fehlt mir jedoch die Schrift. Und jetzt sollte man halt echt aufpassen. Merkt schon, meine Konzentration jetzt auch langsam nach. Und genau so, jetzt wieder nach Ding zusammenfügen. Nach unten zusammenfügen, speichern unter. Fertig, das mit dem Zweier speichern. Speichern, so der Dreier, PNG passt auch. Aber das sind PDN-Dateien, wie mir gerade auffällt, das ist, passt nicht. Datei speichern unter. Wir brauchen natürlich PNG-Dateien. So, speichern wir, zack. PDN-Datei 1, die tun wir weg, nicht, dass doch was passiert. Genau das war gleiche mit der Zweier, speichern unter. Wieder auf PNG. Ich weiß, wie gesagt, wir brauchen PNG, nur die Ebene zusammenlegen. Ich habe vorher vergessen, dass die Ebene zusammengelegt werden muss nach unten in hier. Und dann passt es. So, jetzt haben wir die ganzen Textdateien, jetzt müssen wir die aber in der DDS-Datei wieder umkommentieren. Also wie gesagt, das würde ich, sieht es halt natürlich doof aus in der Lyrik. Ich würde halt immer weiß machen, dass sowas und dann das hier rüberfügen. Und jetzt wieder grau, das meinte ich mit vorher mit weiß. Da wird das hier durchkommen, jetzt hier halt nicht, aber. Ich will jetzt auch ein ewig langes Video machen über das Ding.
Deswegen nur kurz erklärt, wie schnell wie das geht, wie ihr es so erstellen könnt. Wie gesagt, das könnten wir jetzt auch noch die Farbe nehmen, dann immer abgleichen, immer schauen. Oder aber wir sagen, nee, wir wollen eh alles, was weiß ich, weiß, grün, blau haben. Dann können wir es auch anders machen, na, komplett eine andere Farbe anmalen. Zum Beispiel weiß und dann halt drüber legen. Aber wie gesagt, das kann jeder für sich selber entscheiden, wie er es genau machen möchte. Ich wollte euch nur ganz kurz erklären, wie das geht, und dafür reicht es. So, jetzt habe ich hier meine Library. Da brauche ich, dass ich die mal runtergeladen habe, dazu mir den Texturort dann rausziehen. Damit ich dann suchen muss, jetzt öffnen wir das Ganze mit GIMP. Jetzt kommt GIMP ins Spiel, ich weiß nicht, mit GIMP, mit PaintNet weiß ich leider nicht, wie das geht. Datei, exportieren nach, Desktop, Textur, ist die 1, also exportiert es hier rüber. Exportieren. So. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier auch mit GIMP sagen, okay, gut. Ich mache das so und gleich mir das dann so irgendwie die Farbe an, weißt du, was ich meine? Aber wie gesagt, das jetzt zu machen, das dauert echt zu lange, deswegen. Ich wollte ja nur kurz zeigen, so GIMP wieder. Datei, exportieren nach, Desktop, Textur 2. Export. So, dann 3, dasselbe. Wie gesagt, wenn ihr nichts geändert habt, zum Beispiel an den Flügeln nichts geändert habt und auf euer Livery habt ihr auch keine bemalten Flügel und es ist die gleiche Größe her von der Textdatei her, das heißt die gleiche Auflösung an Pixeln, könnt ihr euch den Schritt bei 1 oder 2 ersparen, aber ich mache dann immer alles durch, weil dann weiß ich auf jeden Fall, dass alles so ist, wie ich das Flugzeug im Blender gesehen habe. Dateien exportieren nach. Das ist jetzt die 4, exportieren, ersetzen, Export 4, also ihr merkt selber, es dauert halt echt auch lange, aber dafür könnt ihr damit echt schöne, saubere Lyrics erstellen. Meine ist jetzt nicht so sauber und schön geworden, weil ich will die auch nicht so hochladen oder sowas, ich habe es jetzt nur für euch kurz zum Zeigen erklären erstellt. Und genau, die richtige Textur wird dann auch immer noch schöner erstellen, machen besser. Ich habe schon ein paar auf Flight Sim Theo oben. Könnt ihr auch downloaden, die heißen Snow Wolf Germany, Snow Wolf Europe. Genau, habe ich ein paar oben. Eine LTU-Lackierung habe ich auch schon hochgeladen für die BAE 300 und ja. Wie gesagt, mir geht es nur darum, es euch kurz zu erklären, wie das genau funktioniert. Wenn ich es jetzt ganz genau gemacht hätte mit Farben und passt alles und gleich, glaube ich, wenn wir noch eine Stunde länger das Video und muss ja nicht übertrieben lang werden, wenn wir es gar nicht so lange bräuchten. So, dann exportieren wir noch Nummer 4. Nummer 7. So, und jetzt haben wir unsere Livery erstellt. Wenn wir natürlich die Datei wieder einfügen. So, jetzt haben wir im Schnitt, unser Livery ist jetzt fertig. Was jetzt noch fehlt, ist das Umbenennen. Das heißt, hier Textur, das passt. Also GW bei mir zum Beispiel heißt es jetzt. Und ich sage, hier steht jetzt Just Light GW. Ich will jetzt aber Grauer Wolf nennen. Und nicht GW. Das heißt, ich zoome jetzt hier oben. Alles, was irgendwie GW ist, habe ich schon eingegeben, GW. GW hier unten nenne ich jetzt zusammengeschrieben, am besten immer gleich Grauer Wolf. GW, hier unten ist nochmal ein GW. Grauer Wolf. Nochmal ein GW. Grauer Wolf. Gibt's nichts mehr, gibt's nichts mehr. So. ATC Airline ist der Funkspruch, Lufthansa Flight Nummer 2303 zum Beispiel, oder hier Grauer Wolf 2303, das ist die ATC Airline, also Abkürzungen solltet ihr bei ATC Airline nicht machen, weil das ist der Funkname, ist Airline Name, das ist dann der Funk halt nachher. So, dann mal schauen hier, UI Creator by Grauer Wolf.
Wenn da was ich versteht, ja, ich sage jetzt mal Hans Wurst steht, würde ich halt schauen, wo Ui Creator steht. Das ist ziemlich offen, das ist seine Lurry. Ich sag mal, wie ich es braucht habe. Grauer Wolf umändern auf den Namen von euch. Datei speichern, das war's so. Jetzt wissen wir, die heißen soll. Grauer Wolf, das müssen wir die Texturen alles umändern. Grauer Wolf. Nehmen wir einen zurück, hier steht GW. Muss natürlich auch in Grauer Wolf umbenannt werden. Und natürlich hier auch wieder GW, überall wo GW steht. Oder weil ich wie die Airline vorher hieß, muss umbenannt werden in Grauer Wolf oder dem euren Namen von der Airline. So, jetzt haben wir den Manifest, die Layout, die Manifest, da steht auch nochmal drinnen, SW ist halt der Steller, wie es heißt und so weiter und so fort. Grauer Wolf ist unsere Maschine und der Steller, Creator sind wir, nicht Hans Wurst, sind wir. Deswegen ändern wir die auch noch um. Jetzt haben wir die Layout JSON, können wir jetzt alles so ändern, GW Aircraft, Grauer Wolf. GW Grauer Wolf. Grauer Wolf und so weiter und so fort, aber ihr seht schon, es ist eine Ewigkeitsarbeit. Gibt es jetzt dafür, wie vorhin gesagt, brauchen wir das hier. Ich werde es auf linken, den MFS Layout Generator als Beispiel. Da gehen wir jetzt mit der Layout drauf, zack. Das können wir rausnehmen. Wir lassen ihn hier so gehen, halt dann hier so rauf. Zack. Und siehe da, Grauer Wolf, Grauer Wolf, Grauer Wolf, Grauer Wolf. Hat alles geändert, wie wir es brauchen. Also einfach nur rübergehen mit der Layout-Datei. Drauf loslassen und geändert ist sie. So, das war's schon. Dann haben wir sie erstellt, die Livery. Jetzt natürlich noch ganz einfach. Unsere Livery in Community-Ordner reinfügen. Dass sie auch drinnen ist in dem Livery-Ordner. Und in den Community-Ordner einfügen, dass sie da auch drin ist, im Flugsimulator. So rum. So, dann würde ich sagen, öffne ich noch kurz den Flugsimulator, um zu sehen, ob das funktioniert, um ein Thumbnail zu erstellen, außer ihr habt schon eins. Wie gesagt, ich zeige es mal kurz anhand von dem hier. Gehe hier unten auf Thumbnail, F2, kopiere ich mir den ganzen Ding-Namen. Einfügen, so Thumbnail und ersetze es mir hier unten. Ziel ersetzen, jetzt ist das mein Thumbnail, das heißt mein Anzeigebild von der Maschine. Muss jetzt natürlich noch das ändern, was ich gerade geändert habe. Datei wieder ersetzen in Community-Ordner. Und das war's dann. Das war's, das ist die Livery erstellt worden. Wie gesagt, ich sag's nochmal. Habe jetzt echt schnell gearbeitet. Normalerweise würde ich schauen, dass die Farben hier passen. Würde ich aber wahrscheinlich alles eher schwarz-weiß-rot machen, als in der Farbe lassen. So, jetzt würde ich noch kurz in den Microsoft Flight Simulator reingehen, euch zeigen, dass die Maschine da ist und ja, genau. Ich überspringe jetzt aber das Laden alles und dann sehen wir uns gleich im Flugsimulator. So, da bin ich wieder. Wir sind im Flugsimulator angekommen. Gerade schon ausgewählt, also klar, Flugzeug auswählen, die ihr habt. Ihr seht das Thumbnail, wer ist das hier? Und ja genau, dann wählen wir es aus. Wir gehen nach EDDM München. Nur kurz zum Schauen, ob das alles funktioniert hat und zum Abschluss des Videos. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere lernen. Ich habe das Video extra in mehrere Teile unterteilt, damit es dann doch nicht so krass zu viel wird, wenn ihr einen Teil schon wisst und so weiter. Ich werde euch auch die ganzen Dateien unten verlinken, die ihr braucht. Und ja, genau. So, ihr liest es hier, Grauer Wolf. Es ist weg. Ihr liest es hier, Grauer Wolf 2303, also den Codenamen, und ihr seht,
Wie gesagt, die Farbe ist jetzt nicht ganz gleich. Aber hier hinten auch das Tail, also ich weiß nicht jetzt warum. Das ist ein bisschen anders ausschaut, aber das zum Beispiel, das sind das Punkte. Oh, hier ist heller, hier hinten ist dunkler. Müssen wir nochmal angleichen, wieder mal rausgehen in der Livery, nochmal angleichen, bis es dann passt. Deswegen mit dem Kontrollding, wenn es dann passt, Windows und Druck drücken. Macht den Screenshot, dann könnt ihr als Thumbnail nehmen. So, aber das will ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr, weil ich denke, das könnt ihr auch alleine machen, schaffen. So, auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir die Livery erstellt. Jetzt sieht es hinten alles so. Wenn es dann passt, wenn es eigentlich passt, dann Windows, Druck und drücken und dann habe ich die erstellt und das war's. Das ist die Livery mit PaintKit erstellt, ist immer alles erstellt. Wenn zum Beispiel kein PaintKit vorhanden ist, weil was weiß ich was, Flugzeug gerade neu rausgekommen oder das PaintKit ist vorhanden in Flight Sim TO, aber die Textur ist nicht dabei. Wisst ihr, wie das geht? Jetzt wisst ihr, wie ihr Livery erstellen könnt, wisst ihr, wie ihr die Textur umändern könnt und ich hoffe, ich habe euch nicht genervt mit den paar Minuten, wo ich geredet habe. Sondern bleibt ansonsten bleibt noch übrig, wenn euch das Video, was ihr hier gesehen habt, gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre ganz schön und wenn irgendwas nicht gepasst hat, ich zu undeutlich gesprochen habe, ich irgendwas vergessen habe oder was auch immer, scheiß drauf, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Beim nächsten Video werde ich es besser machen, beziehungsweise wenn dieses Video nur Dislikes bekommt und nur Scheiß kommt, lösche ich es und werde es natürlich noch neu machen. Und ansonsten, wie immer, das Outro kommt und dann ist Feierabend. Dankeschön und bis zum nächsten Mal, euer Grauer Wolf. Where did you